Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und da sind wir wieder zurück zum zweiten Teil von 37 Grad Leben. Hallo Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau, wir schauen nochmal Hass stoppen, Demokratie retten. Von Yes. 37 Grad Leben. Und wir sind jetzt hier in, ach Gott, wo war das? Egal, auf irgendeinem so Marktplatz mit ihrem tollen Demokratiemobil oder wie es auch immer hieß. Motheek oder so hat sie das genannt. Und das wäre, also vielleicht kurz zur Einordnung nochmal, die es vergessen haben. Die Frau hier ist irgendeine Künstlerin, die hat hier so ein Mobil, Motheek oder so hat die das genannt. Und da setzt sie sich halt hier hin in diese hässlichen Stühle und redet mit Leuten einfach, führt mit denen Gespräche. Und das erste Gespräch, was wir hier gerade gesehen haben, das war wirklich so, das Oh, war sie war so. drauf. Wie hast du gesagt, das war eine Anleitung zum Aneinander vorbeireden. Da saß ein Mann, Ja. der hat gesagt, Ausländer. Und hat es so in ruhiger Art gesagt, naja, die Frau Merkel hat die reingeholt. Also das hat ihn offensichtlich gestört, so das Thema Migration. Und das Erste, was sie da so sagt, ja, aber dass die Migranten, Leute mit Migrationshintergrund hier verprügelt werden, ist ja nicht der ihre Schuld oder so. Weißt du? Also das war wirklich die Antwort. Also die hat das gleich so in ihr linkes Framing eingebaut. Also die Also wir hat nicht haben mal sinnverwandt diesen Punkt genommen und darüber eine Argumentation geführt mit einer sinnvollen, logischen Argumentationskette. Sie hat einfach irgendeinen linken Argumentations-Talking Point rausschwadroniert. Also wir hatten uns kurz ausgetauscht, ob es am Ende einfach durch den Schnitt so komisch zustande gekommen ist, aber wir sind mittlerweile, also ich, überzeugt worden, nee, das ist wirklich so vorgefallen. Ich denke auch. Ich denke auch, weil auch was die Frau danach noch gesagt hat hier im Off. Es war irgendwie so weltfremd. Ah gut, wir hören jetzt mal das nächste Gespräch rein, was wir ja hoffentlich sehen werden. Also zumacht. Ich finde die vielen Krimis, manchmal auf drei verschiedenen Sendern öffentlich-rechtlicher kommen nur Krimis. Das ist doch geistig primitiv, einfach kurz ausgedrückt, dass die dienen zur Volksvertummung. Die interessanten Sachen, die kommen dann nach 22 Uhr, wenn die meisten Leute ins Bett gehen. Ich muss nicht in einem Gespräch konfrontativ sein und ich muss auch nicht in einem Gespräch irgendjemanden von irgendwas missionieren oder überzeugen oder so. Und es ist auch immer so diese Frage nach, und wonach sehnst du dich auch? Ja, dass der Bürgermeister sich mal bei uns einsetzt, weil am Wochenende fahren die Busse. Ganz beschissen. Mobilität. Mobilität. Bei uns wäre der Bus sogar nur einmal, das ist der ja, Schulbus. Das ist noch beschissen. Und was machen wir, wenn trotzdem nichts gemacht wird und trotzdem keine Busse fahren? Was machen wir dann? Weiterkämpfen. Immer weiter. Immer weiter. Es gibt großes politisches Interesse und eigentlich auch ein großes Interesse, irgendwie mitzuwirken. Aber es gibt auch sehr, sehr viel Frust und sehr, sehr viel, ja, so Ohnmacht, Ausweglosigkeit, Verzweiflung, gerade was den Ukraine-Krieg angeht, sind die Leute wirklich sehr rührt einfach. War das jetzt aus dem Off oder war das, was sie da gesprochen hat? Das habe ich auch nicht so ganz War verstanden. mir. Ich glaube, das war das, was sie gesprochen hat. Also irgendwie ist mir nicht ganz klar, was die da will. Das hat halt irgendwie gar keinen so einen thematischen Zusammenhang. Aber ganz ehrlich, das passt halt wahrscheinlich ins Konzept Künstlerin. Das ist ja oft so. Also bei Künstlern, naja, die machen halt irgendwas und das ist dann Kunst. Also das hat jetzt für mich keinen klaren Sinnzusammenhang alles. Also mal ging es um das Thema, mal um das Thema. Dann auch von der ganzen Art, die stellt da vier Stühle hin, die auch übelst beschissen aussehen, ganz ehrlich, die überhaupt nicht schön aussehen und einladen. Ah, Und da soll gut, man dann mit der egal. quatschen. Also, ja, das wird alles ihr Ja, ich muss ja ein Privatzeug bisschen sein. metteln hier. Ist ja Wir eben machen ja sehr gut. Ist YouTube. ja gut. Aber sie sagt halt erst so: Ja, ich will ja gar nicht missionieren und überzeugen. Und dann kommt sie irgendwie mit: Ja, die Menschen sind hier verzweifelt und Ausweglosigkeit und so weiter und so fort und knallt das den Ja, Leuten ja, vor den ja. Latz da. Also, ja, was denn Ja. nun? Willst du einfach nur zuhören oder willst du schon irgendwas sagen? Entscheide dich mal. Und die Geschlechtsidentitäten, natürlich ganz wichtig, müssen auf dem Dorf mitgedacht werden. Auf dem Dorf, wo es 40 Häuser gibt. Ich will noch mal dran erinnern. Ich glaube, es waren sogar noch 14. Ja, irgendwie so. People, we just have to unite, 'cause everyone Gott, das sieht jetzt wirklich. Ich sag's nicht. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, der Typ hier, ich hab's schon, wir haben schon im Off darüber diskutiert, der wirkt doch in allem so manisch und komisch. Ganz ehrlich, also ich denke, der ist ein Autist. Also Wahrscheinlich, ja. das wollte ich vor uns ausdrücken mit dieser sozial unbeholfenen Art. Ich denke, naja, wie es halt bei Autisten ist, dem fällt es halt schwer, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Und
was ja Autisten dann nämlich oft machen, zum Überkompensieren, mhm. die tun irgendwie das, was in der Gesellschaft gerade angesagt ist, für sich nehmen und ins Extreme verkehren. Ja. Zum Beispiel war er in dem Fußballverein und dann hat er ab und zu mal was gehört, hier irgendwie eine vermeintlich rechte Meinung und deswegen hat er das dann so ins Extreme gemacht und fängt dann an mit seinem, wo er sagte, ja, das Narrativ der Nazis, man muss sich fürs Land einsetzen und so weiter. Und also das ist safe, was ich über den denke. Und dasselbe wird, denke ich, jetzt hier passieren mit seinen Klimageschichten und Gendergeschichten. Mhm. Der sieht halt, das ist gerade in und da kann ich Leute treffen und das spricht die an. Also tue ich das auch nochmal extremer machen. Das ist der Eindruck, den ich von dem habe. Tut mir leid. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das anders seht als ich. Aber ja, wenn ich darüber nachdenke, ich halte den Mann für autistisch. Er erinnert mich so ein bisschen, du wirst mich hassen, an Frank Hemd aus dem VBT. Das war halt so ein... Ich habe so überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Das war ein Model aus, glaube Hamburg oder wo es war, oder so, was halt gerappt hat. Und was, der sieht halt was, so, was gemacht hat? War mal so ein Männermodel und hat dann halt beim VBT mitgerappt. Und das Gesicht sieht halt 1:1 so aus. Ich muss die ganze Zeit so, Gott, dran denken. Ich wusste jetzt nicht mal, was VBT ist, aber das ist irgend so ein Rap-Gedöns. Also ein Video-Battle-Turnier war das mal. Das war mal relativ groß tatsächlich. Egal, ja. Das musst du doch für uns. Bitte erkläre uns das. Also die Zuschauer wissen das bestimmt auch nicht alle, ja. Okay, gut. Dann danke für deinen wertvollen Beitrag. Er sieht aus wie einer... Den von keiner einem kennt. Video-Battle-Turnier, ja. Ja, gut. Scheiße, Mann! Der manische Blick war, gut, ja. Freiberg für alle hat auf jeden Fall meinen Horizont auch nochmal erweitert. Ich habe mich bis dahin wirklich als Umweltaktivist verstanden selbst. Als Klimaschützer hat man es hier echt nicht leicht. Das größte Problem ist dann wirklich, wenn du einfach in der Stadt offen angefeindet wirst, eben auch bei Demonstrationen. Oh nein, heruntergerissene Plakate. Auch noch von demokratischen Parteien wie der SPD und CDU. Du bist gemutet, falls du was sagen willst. Das kenne ich doch hier irgendwie mit anderen Farben. Ja. Also, dass sie jetzt natürlich hier die linken Plakate zeigen, logisch. Und vor allem haben wir das ganz viel gesehen, dass die Wahlplakate von demokratischen Parteien, besonders eher linkeren, grüneren Parteien, abgerissen sind. Ja, klar. Also schau dich mal in anderen Vierteln um. Also ja, hier in Dresden, wo ich unterwegs bin, ist es eher anders. Da wird viel von der AfD runtergerissen und mit Farbe beschmiert. Also das ist schon wieder anekdotische Evidenz. Was bringt's? So, den Klappentext lese ich mal kurz vor. Hasskriminalität, groß geschrieben, breitet sich vor allem da aus, wo Täterstern*innen erkennen, dass ihre Taten Unterstützung in der Bevölkerung haben. Eine Studie von, oh Gott, Raffaella Danziger von der Princeton University 23, okay. Aha. Also ein richtiger Nichtsatz, super. Ja, das ist irgendwie so ein Nichtsatz. Also da, wo die Bevölkerung was unterstützt, da wird das auch mehr gemacht, weil es unterstützt wird. Danke. Und die Musik dazu, ne, so, oh, wir machen ja große Opfer. Ja, übelst schlimm, übelst schlimm. Junge. Da wird einem schon Angst. Also auch, als ich überlegt habe, mich aufstellen zu lassen für Freiberg für alle, habe ich erstmal gezögert, weil ich dachte auch, das könnte Konsequenzen haben einfach. Und was gab es jetzt für Konsequenzen? Keine, ganz ehrlich, das juckt doch kein... Es ist eine Studentenstadt, Freiberg. Was will er denn erzählen hier? Ja, er will mir doch ernsthaft erzählen, er würde dort zusammengelatzt werden von irgendwem, weil er sich bei einer Kleinstpartei wie Freiberg für alle engagiert. Ja. Bullshit. Übrigens, ich habe ihn vor uns öfter mal Jan genannt, aber er heißt ja Florian. Mein Fehler. Okay. Ja. Hallo. Geht auf. Schönen guten Tag. Es ist super wertvoll, auch mit den Leuten aus den anderen Parteien und Bündnissen zu sprechen, weil wir im Endeffekt sind wir im Stadtrat alle dafür da, das Beste für Freiberg zu tun. Warte, das heißt, der redet auch mit der AfD? Ja, das frage ich mich. Moment. Sprichst du mit allen Parteien und Bündnissen oder nur mit den demokratischen Parteien?
Die Freien Wähler gibt es ja auch als Partei, das sind die mit dem Hubert Aiwanger. Wir sind hier eine freie Wählergemeinschaft, die eigentlich primär kommunalpolitisch unterwegs ist. Ich versuche, wenn ich mit Leuten rede, die nicht meine Meinung teilen, erstmal zuzuhören und das irgendwie auch zu verstehen. Das Einzige, was ich halt in die Richtung gefunden habe, war der Punkt Energiewende, was aber mit dem Vorwort ideologiefrei versehen war, was mir so ein bisschen AfD-Vibes irgendwie gegeben hat, weil Klimawandel und Energiewende so von Ideologie zu sprechen. Es geht uns im Wesentlichen darum, dass man das mit Vernunft umsetzt, dass man es nicht nur macht, weil man jetzt unbedingt erneuerbare Energien haben will, sondern dass das auch irgendwo einen Sinn ergibt, dass es auch irgendwo Wirkung hat und dass man auch Rücksicht nimmt. Es ist selten so, dass wir hier zwei Wochen nur zu viert sind. Es ist eher so, dass jedes Wochenende irgendjemand anders da ist. Also bloß kurz, also sprich, er redet nicht mit der AfD, ne? Nee. Das können wir schon mal festhalten, so wie er es gesagt hat. Ja. Die AfD-Vibes, ja, das ist halt ja, das große Böse in seinem Kopf oder das, was ihm eingebläut wurde. Okay, jetzt sind wir zurück bei der Frau, deren Namen ich vergessen habe und die hat hier eine Freundin am Start und die ist jetzt wieder in der Stadt. Und sie sind zurück in der Zivilisation, wie es aussieht. Karos Familie und unsere Familie, wir sind schon sehr lange befreundet. Wir haben uns in Leipzig kennengelernt und über unsere Kinder sind wir sehr zusammengewachsen. Hast du aber die großen Ziegen wurden verkauft oder die kleinen? Nee, die kleinen. Diese eine gefleckte, die sieht man jetzt gerade nicht, die war jetzt lange nicht draußen, weil die gebrochenes Bein hat. Und das ist voll unsere Landfluchtgeschichte. Also wir erholen uns hier oder sprechen mit Anna über die Arbeit und so. Genau. Und das ist richtig. Also wir sind hier auch ein bisschen zu Hause. Naja, ich muss sagen, ich bin selbst in Bautzen aufgewachsen und kann, glaube ich, das ganz gut hier lesen. Deswegen irgendwie kenne ich auch so diese Prozesse ein bisschen, wie es zu ultrakonservativen Meinungen oder so denken kommt. Und dann gibt es natürlich auch so eine gewisse Überforderung. Ne? Also die Welt ist halt krass komplex. Da haben wir es wieder. Und wir haben nur komplexe Probleme und dann genau. Müssen die Lösung ganz komplex sein. Du sprichst es an. Das ist mein absoluter Hassstandpunkt. Also von wegen, die Welt wäre komplex, wir brauchen dafür komplexe Antworten. Nein, oftmals reichen simple Antworten. Und nochmal, weil wir wissen doch alle, worum es hier eigentlich geht, um das Thema Migration. Das steht über allem. Und Abschiebung ist eine einfache Lösung, rein intellektuell, aber zum Umsetzen ist es eine extrem schwierige Lösung. Und genau deswegen wird das ja eben nicht gemacht von der Regierung. Die macht einfach gar nichts. Das ist die einfachste Lösung. Ja. Also das wird eine große Herausforderung, logistisch wie ja, schlussendlich auch stimmungstechnisch. Ne? Da wirst du dann immer wieder das kleine heulende Mädchen sehen, was da von ihrer Familie getrennt wird oder irgend so ein Spaß. Ja. Irgendwie die Stimmung dahingehend zu kippen. Ja, aber wie du schon sagtest, das Aussetzen ist wirklich immer das Schlimmste. Ja, und das ist die einfachste Lösung. Das ist die einfache Lösung, die die Parteien und die Regierenden uns anbieten. Es ist ja nicht mal eine Lösung, es ist ja nur ein paar Tagen. Genau, ja, stimmt, es ist nicht mal eine Lösung eigentlich. Okay, weiter. Hallo. Hier. Hallo. Magst du einen Tee? Gerne. Also ich finde, wir machen zusammen ein Projekt, Volkmar ist Architekt und Fotograf und macht hier diesen wunderschönen Ort mit und lädt ein, mitzumachen. War die erste Veranstaltung zu einer Lesereihe. Was stand da auf dem Buchtitel? Auf dem Buchtitel, drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Aha. Okay, das klingt ja sogar ganz lustig. Und auf dem Plakat hinten steht das Buch und die Suppe. Essen, Lesen, Reden. Suppe, Rote Beete, Buch, drei ostdeutsche Formen, bla bla bla. Also es geht um die Lesung dieses Buchs. Aha. Okay. Ist sie eine der Personen, die den Staat mitgründet? Naja, das Buch das hier, da waren ja auf dem Cover drei Autoren zu lesen. Ja, drei ich Autoren die Namen zu lesen. Nicht. Vielleicht ist sie sogar dabei, mal sehen. Wir haben ja beide den Namen vergessen von ihr. Zu einer Lesereihe. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Okay, nochmal ein kurzes Stück zurückhören. Mit und lädt ein, mitzumachen. War die erste Veranstaltung zu einer Lesereihe. Vier Lesungen gibt es. Und unser Thema ist die Nachwendezeit und DDR-Erfahrungen. Das Problem ist ja, es gibt keine Kneipen mehr. Und letztlich ist das ja auch so ein bisschen, was wir hier anschieben, eine Möglichkeit, wo man zusammenkommt, auf ganz einfachem, also was zusammen ist und dabei ins Gespräch kommt. Du bist gemütlich.
Oh Gott, ich krieg das heute nicht hin. da ist sie wahrscheinlich doch Teil des Buches, oder? Stand ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das ist bestimmt die Annette Kroschner, die da als erstes da erwähnt war. Weil so die Dorfkneipen, was er hier bemängelt hat, das ist doch urkonservativ. Ich bin verwirrt. Ja, na, das ist ja der ihr ganzer Ansatz, so habe ich das verstanden, dieses Subversive, also so durch das Dörfliche den linken Ansatz in das konservative Spektrum des Dorfs reinzubringen. Halt in solche konservativen Safe Spaces, sage ich jetzt mal. Na gut, viel Glück dabei. Ja, gut, was man immer sagen muss. Ich meine, wir reden jetzt hier zum Beispiel von einem Dorf mit 87 Einwohnern. Das war jetzt für die nur Audiohörer nicht bemerkbar, weil es halt nur im Untertitel eingeblendet wurde. Ja, also viel wird sich da jetzt eher nicht ändern. Also in einem Dorf mit 87 Einwohnern, was soll da passieren? Da erreichst du vielleicht eine Person. Also allerhöchstens. Ja, du musst es anders aufziehen. Wenn du die Leute wirklich erreichen willst, musst du halt wirklich da. Das ist ja das Gute, dass es so wenig sind, du klingest halt einmal dich rum und sprichst mit den Leuten, was du machen willst. Und nicht irgend so ein Lesekreis, da geht keiner hin. Na, ich könnte mir vorstellen, dass da gerade Leute hingehen, weil sonst nichts in dem Dorf passiert. Ja gut, aber dann musst du wirklich die Werbetrommel ein bisschen rühren. Ah, das werden die schon machen. Ich meine, die haben ja hier auch ihr nettes kleines Plakat. Meinst du, das hängt am schwarzen Dorfbrett? Okay. Ja. Ist, dass sich das immer schön anhört. Wir werden wahrscheinlich so, wie wir das jetzt angehen, ja, keine Ahnung, irgendwo bei einem Euro pro Stunde landen oder so. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo eine Herzensangelegenheit, das zu tun, weil um ein gutes Leben hier zu haben, muss man auch ein paar Sachen machen. Ist das dann nicht aus Martina rausgeplatzt, wo sie sagte, ich habe keine Lust, mich als Opfer zu sehen? Ja, das war doch auch in dem, das, also, das fand ich auch den Satz des Abends. Also. Ja, und jetzt finde ich es spannend, weil es so viele Debatten um diese sogenannte ostdeutsche Identität gibt und auch das Hinterfragen jetziger Strukturen, wo kommen die her, wie sind die entstanden? Welche Chancen gab es eigentlich 1990? Oh, jeder Satz, den die sagt, der klingt irgendwie so verkopft. Was meinst du denn schon wieder mit ostdeutschen Identitäten? Ja. Das klingt, sie ist halt auch Künstlerin, das klingt wie immer wie sowas, was in irgendeinem Museum neben so einem Bild steht. Weißt du, so ein Text. So ein Erklärtext. Ja. So ein Erklärtext aus sieben Seiten besteht, wo einfach nur ein Kinderbild, was daneben ist, erklärt wird. Weißt du, mit einer Sonne und einem Haus und zwei Leuten. Was gestern noch auf dem Kühlschrank klebte. Ja. Ja, genau. Und das ist dann die Erklärung dafür. Also so klingt irgendwie jeder Satz, den die spricht. Ist absolut unauthentisch. Aus 1000 Ideen, die dann letztlich aber ein halbes Jahr Bestand hatten und dann eingestampft wurden. Also das ist auch ganz klar mein Erleben damals. Wir gehen davon aus, dass es kulturelle Unterschiede gibt zwischen Ost und West und dass diese emotional aufgeheizte Gemengelage, die es hier in vorrangig Ostdeutschland gibt, nicht nur, aber vorrangig in Ostdeutschland, was die AfD betrifft zum Beispiel, viel mit dieser Nachwendeerfahrung zu tun hat. Auch da wieder, wie schlecht. Also diese da war sie fast Politiker, ehrlich gesagt, mit dem, was sie da gesagt hat. Ja, das war auch so ein verkopftes Ding. Und ja, Nachwendeerfahrung, klar, das hat mit der, anders. Es hat nicht mit der Nachwendeerfahrung zu tun, sage ich immer noch. Es hat was mit der Vorwendeerfahrung zu tun, dass die Leute die AfD wählen. Eben weil sie in der DDR gesehen haben, wie es früher lief. Gerade jetzt das Thema, was das Thema Propaganda angeht. Mhm. Also die Leute durchschauen ganz schnell politische Kampagnen hier, würde ich meinen. Und ich finde auch, es ist plump geworden. Also wenn ich mir so jetzt diese, was jetzt gerade hochschießt, diese 100er-Doku da anschaue, also die 100er, die 100er, wie das mal heißt. Diese Show da. Also das ist ja so plump und so schlecht. Ich hatte immer den Eindruck, die haben sich früher Mühe gegeben. Und hier haben die einfach reingeschissen. Ja, ja. Also. Und sind die nicht sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden? Nein, come on. Doch. Das ist doch jetzt Satire. Doch. Das ist Satire. Ich glaube, die haben den sogar fast gewonnen. Mit dem Scheiß? Ja, Junge. Das glaubst du jetzt. Also, nee. okay, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Na, jedenfalls, zu der auch, jetzt, wir haben in Ostdeutschland so eine aufgeheizte Gemengelage. Was heißt denn aufgeheizte Gemengelage? Das heißt doch einfach nur, was du sagen willst, wir haben hier eine andere Meinung als in Westdeutschland mehrheitlich oder zumindest als in den Medien.
was da so rausgeblökt wird. Aber woran liegt es denn vorrangig? Sagen, was ist denn das Problem, was die Leute bewegt? Also ja, was ist denn das Problem? Also die redet irgendwie immer so drumherum, die laviert so um das Thema Migration darum. Und nochmal, das steht hier bei allem. Ich meine, jetzt könnte man dir das vorwerfen, dass es ja nie gesagt wurde, dass du das reininterpretierst, aber es ist ja nun mal das, was... Ist ja nun mal Fakt. Ja. Genau, auch was die, nicht diese mehr die Euro-Krise in dem Sinne. Ne? Ja, auch was ihre Freundin da meinte, von wegen die einfachen Antworten auf komplexe Probleme. Es ist doch unter allen Umständen, weiß ich doch, was darauf gemeint ist. Also um welches Thema es da geht. Es geht ums Thema Migration. Ja. Also diese Floske fällt da immer wieder. Vielleicht sagt ja unser Informatik-Autist. Ja, gut, ja, genau. Jetzt kommt hier nochmal der Florian, jetzt mit offenen Haaren. Diese Wahlen jetzt quasi als Vorboten, ja auch so ein bisschen vom Stimmungsbild her für die Landtagswahl in Sachsen. Hier ist die Liste, 8 freiwillig für alle und dann bin ich hier, Platz 14. Schon ein bisschen aufregend. Also man kennt das immer irgendwie als sowas Fernes, sag ich mal, alle paar Jahre geht man eben hin und macht ein Kreuz. Das ist auf jeden Fall ganz anders. Also die ganze Wahlkampfzeit habe ich total anders und viel intensiver halt erlebt. Alter, du bist 22, du gehst nicht alle paar Jahre irgendwo hin und machst ein Kreuz. Du hast wahrscheinlich noch gar nicht gewählt, vielleicht einmal. Einmal. Also, Junge. Ja, aber auch irgendwie natürlich cool und man ist ein bisschen stolz. Und falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit... Alter, wie gut soll die Musik noch den Punkt hervorheben? Und die Antwort ist ja. Sind das die Ärzte? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, es sind die Text gehört. Ärzte. Ja. Wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit Wählen gehen? Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an, dem Hass zu widerstehen. Das könnten sie wirklich sein. Ja, und du weißt, ja es sind die Ärzte. Ich mache noch einen Copyright-Strike rein. Dass Freiberg für alle im Stadtrat gut vertreten ist und generell einfach eine demokratische Mehrheit im Stadtrat ist, die im besten Fall auch noch eben Umweltschutz, Klimaschutz ernst nimmt und das Klimaschutzkonzept dann umsetzen kann. Und für die Europawahl wünsche ich mir natürlich, dass der Rechtsruck ja eingedämmt werden kann. Ja, okay, Mr. Autismus. Ja. Die Wahlparty wird von den Grünen veranstaltet und die Alter, dieses Plakat schon. Ja, das war. Ich hoffe, man sieht's hier. Siehst du es noch? Wir sind ein Frame weiter. Ah, warte, dann machen wir nochmal zurück. Ja, eingedämmt werden kann. Und stopp. Die Wahlparty. Passt? Ja. Bei dir? Ja, okay. Welcome, all sizes, all colors, all cultures, all sexes, all beliefs, all religions, all ages, all types, all people. Ja, und das steht natürlich auf irgendeinem Regenbogen im Hintergrund. Ich fühle mich immer wie bei solchen IQ-Tests, wo es dann immer heißt, einer dieser Aussagen gehört nicht dazu. Das wäre dann zum Beispiel alle Religionen. Passt nicht zu dem Rest. Ja, das stimmt. Du hast recht. Also... Ich meine, der Islam zum Beispiel würde sich wahrscheinlich sehr stark dagegen erwehren, gegen all beliefs und all sexes. Also, Kulturen, die würden auch und sagen, Kulturen, Moment. Oh je. Die Party wird von den Grünen veranstaltet und die haben uns mit Freiberg für alle auch eingeladen, weil wir uns inhaltlich einfach nahestehen. Ja. Nein. Ich bin ein bisschen Bammel und bin noch... Nein. Imagine my shock, wie der Engländer sagt. Bammel und bin noch aufgeregt, die Ergebnisse dann zu sehen. Ja, lief scheiße, oder? Oh, hast du diese Globo-Homo-Kunst gerade gesehen da? Ja, klar, das ist... Hast du das gerade auch im Film? Ja, ja. Für die Zuschauer, sehr ja, perfekt. Gut, ja. Ja, genau, das ist diese Globo-Homo-Kunst. Über diese kulturlosen, so... Ich habe früher braune immer gesagt, Leute. So... Ja, so South Park-mäßigen Leute, ja, dann braune Leute. Und die Gesichter nur so angedeutet. Ja, ja. Oh je. Yeah. Anna besucht Jugendforum, das steht da wirklich. Das ist die einfache Sprache. Ich versuche regelmäßig zu besuchen, weil dort sehr liebe Menschen sitzen, die mich sehr unterstützen und deren Arbeit ich als sehr wertvoll empfinde für die Region. Das Thema Zukunftsladen, ja, weil wir wollen ja in der Region eine positive Zukunft gestalten. Und das kann man vor allem mit jungen Menschen tun und das machen wir hier sehr ausführlich und intensiv. Das ist so ein Schwerpunktthema bei uns in der Partnerschaft für Demokratie, dass wir sagen, wir möchten... Alter, Partnerschaft, Demokratie, ich weiß so auch, warum die ganzen Leute dort zusammenkommen. Also... Naja, ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber durch persönliche Beziehungen kenne ich ja Leute, die auch mit sowas arbeiten zum Beispiel. Mhm. Und ganz ehrlich, die werden alle in irgendwelchen Projekten angestellt sind, seien die irgendwie unter dem großen Schirm Demokratie leben arbeiten, was halt dieser 1 Million Euro gegen rechts. Milliarde. Eine Milliarde gegen rechts Fonds ist.
Also du meinst, die hängen alle am Staatstropf, oder? Verstehst du das? Ja, irgendwo schon. Ich meine, Fons, auch hier nochmal für die Audiohörer, Fons war zum Beispiel in so einem Untertitel zu lesen, dass die Anna irgendwelche Projektgelder beantragt, die dann immer bewilligt werden für ein Jahr. Die wird da auch in irgendwelchen Maßnahmen hängen. Ich meine, also letztlich, es ist unbefriedigend, wenn du immer so ein Jahr Frist hast, aber naja. Ja, letztlich wird das alles irgendwo an diesem Demokratie-Lebensschirm hängen, sage ich. Auch die Leute, die hier sitzen. Ist doch schön. Möglichst früh, dass junge Menschen sich mit Demokratie auseinandersetzen und lernen, wie Demokratie eigentlich funktioniert. Ich bringe mich im Jugendforum ein, weil es hier so viele Möglichkeiten gibt, etwas neu zu machen und auch wirklich zu merken, ich kann das verändern, dass die Jugend... Mensch, der Laden ist ja wirklich überfüllt mit Gästen. Ja, da stellst du wer. Dass die drei Betreuer da, dann die Anna als Gast und dann hast du diese zwei, die gerade Abitur machen. Ja, wobei ich glaube, so. Der Fairness halber, das ist jetzt hier ein Koordinationstreffen oder so und das sind alles Organisatoren. So habe ich es verstanden. Das macht ja nicht mal besser. Ja, es kommt wahrscheinlich auf 6 Organisatoren, kommt dann ein Gast oder so, der sich das anschaut, dieses Zukunftscafé oder Zukunftsladen, so hieß. Nicht nur die Zukunft ist, sondern auch schon in der Gegenwart etwas vollbringen kann. Ja, bastelt mal weiter. Die Menschen, die ich da treffe, das gibt mir Hoffnung. Also ich habe das Gefühl, dass es auch wirklich ein großes Potenzial gibt. Dadurch, dass es hier... Warte mal, ich glaube, du hast fucking recht gehabt. Das war schon der Zukunftsladen. Das war schon die Maßnahme. Da waren 6 Leute. Und 2, 3 davon waren irgendwelche Angestellten. Wir kleben was macht da, ihr so? Wir basteln. Ja, ja, wir basteln. Die haben da in irgendeinem, so wie früher in Poesiealbum, irgendwelche Sticker geklebt. Oh mein Gott, die 90er haben angerufen. Die wollen ihr Poesiealbum zurück. Ja. Lange nicht so viel gab. Anna macht halt was für unsere Arbeit sehr wichtig ist. Sie geht halt auf die Leute zu und spricht sie an, gerade in der Mothek, und da erreicht er halt auch Leute, mit denen uns sonst schwierig wäre, ins Gespräch zu kommen, ne? Die so ein bisschen Demokratie vielleicht nicht ganz so toll finden. Alter, die Demokratie nicht ganz so toll finden. Das ist so ein richtiger Hetzer, es tut mir leid. Die Leute haben kein Problem damit, dass sie ihre Stimme abgeben dürfen. Das ist auch nicht dein Problem. Das dein Problem, was du siehst, ist, dass die Leute es an der falschen Stelle setzen. Und das tust du mit dem Scheißwort Demokratie betiteln. Und das Schlimme ist ja, dass diese anderen Leute immer so nett sind und sagen, naja, was der wählt, ist doch nicht mein Problem, soll er doch machen, ist doch alles okay. Ne? Und er sagt halt, na Moment mal, also das, was ihr da wählt. Ne? Ja, das ist nämlich das ist schon ganz schlimm. Ja. Also, es ist wieder richtig so. Doppelmoral hoch 10. Ja, es ist schlimm. Naja. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Egal, wo wir stehen politisch, dieses Bemühen darum, gemeinsam zu leben. Ja, und sich gemeinsam immer wieder neue Angebote zu schaffen, sich zu begegnen und miteinander zu sprechen. Oh Gott. Ich sag mal so, es ist das erste Wahllokal, das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwie so eine Klitsche, oder so. Aber trotzdem. Ich finde den Unterschied zwischen AfD und CDU so krass. Ja, also wenn du das Diagramm hier siehst, dieser Balken, das sprengt ja alle. Wir gucken hier gerade die Ergebnisse der ersten 3 Wahllokale hier in Freiberg an. Und das Ergebnis ist absolut erschütternd. Also die AfD steht aktuell jetzt gerade bei 37%. Und ansonsten... Tja, Junge, also ich glaube, es wird langsam Zeit, wieder umzusatteln. Und die große Geschichte zu schreiben, ich war früher wie ihr und dann hatte ich mich ein bisschen verrannt und dann habe ich aber erkannt, dass... Ja. Der Ausstieg vom Ausstieg, bitte jetzt. Auch Freiberg offensichtlich sehr stabil. Glückwunsch an Freiberg. Glück auf, ihr Leute. CDU und BSW tatsächlich fast gleich auf, mit um die 15% jeweils. Also Und zieht er noch als Direktkandidat ein? Was denkst du? Oder macht er den Herrn Fuchs sozusagen? Ach, der wird da gar nichts machen. Ja. Wenn der ist, wie gesagt, er ist halt auch in dieser Kleinstpartei Freiberg für alle, also die dem Grünen nahesteht. Ich meine, was erwarten die sich? Also wer in dem Spektrum was wählt, der wählt halt, wenn überhaupt, Grün. Wollte gerade sagen, also. Ganz ehrlich, ich sag halt nach wie vor, das ist für den einfach nur eine Beschäftigungsmaßnahme irgendwie, dass er mal unter Leute kommt. Ja, in netter Zeitvertreib zu seiner Abschlussarbeit. Ja. Wir sind echt krass enttäuscht auch, ernüchtert, ein bisschen ängstlich. Ängstlich? Also, ja, was ist denn los? Die AfD wählen, die wählen, weil die alles kacke finden und die finden auch im Stadtrat alles kacke so. Das sind ihre Lebenseinstellungen, actually. Also. Actually? Ja, also, wie er sich einfach so selbst disqualifiziert. Oh, wie er sich
Und auch die, naja, nimmst du nicht übel, die Links disqualifiziert dich auch selber. Einfach aus Gründen. Ja. Einfach aus Gründen. Also nimmst du mir übel, Leute. Ihr seid jetzt wirklich alle der gerade die ansprechenden Leute, die sehr stabil sind, die irgendwie positive Vorbilder sind. Eben einfach in so einer Zeit, wenn die Demokratie gefährdet ist, super wichtig, dass die Leute alle irgendwie wissen, worum es geht und dass es irgendwie auch immer... Wow. Die Demokratie ist nicht gefährdet. Nochmal. Es ist nur gefährdet, die linken Parteien, aber das labelst du als Demokratie. Das ist das Problem. Dass du halt das aktuelle politische System mit Demokratie gleichsetzt. Also das mit System meine ich die regierenden Parteien, nicht die Staatsform. Ah! Ich fände es schön, wenn jetzt hier als Musik dieses von Schlomo käme hier, wir müssen aufstehen, aufeinander zugehen. Ja, genau das. Das wäre perfekt, aber naja, man kann nicht alles haben. Irgendwie auch immer Arbeit ist, eine Demokratie aufrechtzuerhalten. Doch, erst 1:35 Wahlbüro. Aber Freiberg für alle? Gleich dabei, oder was? Freiberg für alle hat 5,3 und die Freie Sachsen hat 4%. Wir sind stärker als die Freien Sachsen. Yeah. Wir tauchen auf. Hat er es denn reingeschafft? In diese Stadtratsgeschichte? Ach, guck mal hier, 11,59% bei Freiberg für alle. Moment, ich drücke mal auf Play, weil ich hänge hinterher. Sekunde. Ah, okay, ja, genau. Dann mach du mal, wenn du die Balken siehst. So, jetzt. Hm. Genau, da hat man hier Ergebnisse Stadtratswahl Freiberg für die Audiohörer. AfD 27%, ist ja dann doch hart gesunken. CDU 20%, Freiwähler 12%, Freiberg für alle 12%, etwa 12, SPD 9%. Ja. Da gab es wohl auch Briefwahl. Aha, da. Okay, also Freiberg für alle tatsächlich drin, Grüne nicht, FDP nicht. Auch interessant. Ja, aber gut, wenn du es jetzt hier wieder so siehst, AfD, CDU, Freie Wähler, die alle eher konservativ unterwegs sind, haben wieder absolute Mehrheit. Ne? Auf jeden Fall. Es ist, wie du sagst, man hat halt hier schon irgendwo eine konservative Volksmeinung. Das sagt ja nicht nur ich, das sagt ja sogar unser Hauptcharakter hier in dem Filmchen. Also. Ja. Wir haben es aus dem Stand auf 12% geschafft und 4 Sitze im Stadtrat. Ich bin es leider nicht geworden, aber ich vertraue den Vieren, die es da reingeschafft haben, zu 100%. Und das macht mir Hoffnung für die Zukunft, weil man sieht, dass sich eben genau dieses Engagement, was wir in den letzten Monaten gezeigt haben, lohnt und es noch nicht verloren ist. Wir können es noch schaffen und deswegen machen wir genauso weiter. Sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt. Was heißt denn schaffen? AfD verbieten oder was ist sein Endziel jetzt hier? Also, was können wir noch schaffen? Ich glaube, sein Endziel ist einfach mal Freunde finden. Oh Gott, der tat jetzt weh. Ey, nimmst du eine Übel. Also, ja, am Anfang wollte ich noch nicht so hart auf den abmelden, aber er wurde mir halt zu später immer unsympathischer, einfach mit dem, was er gelabert hat. Ja. Also ich sag wirklich, das war ein Autist hier, der irgendwo sein Glück in der Politik sucht. Bin ich der festen Überzeugung. Ist eigentlich auch traurig, dass das Fernsehteam so ausschlachtet irgendwie, ne? Ja, der hatte halt auch so Vibes, so ein bisschen wie der, na? Oh, sag schon, der Anzeigenhauptmeister. Naja, gut, den habe ich bis jetzt nur auf Audio gehört. Also ich habe keine Ahnung, wie der sich gibt. Hm. Ja, vielleicht ist das auch besser so. Egal. Anzeige ist raus, ja. Schreibt uns mal, wie ihr es fandet, wie euch es gefallen hat und vielleicht, wie ihr die zwei Hauptfiguren hier einschätzt. Vielleicht denkt ihr, das sind Autisten, liebe Leute? Also zumindest der eine. Vielleicht gehen wir auch mit unserer Meinung hier völlig auseinander. Gut, und warte, vielleicht hier noch eins zum Abschluss. Also natürlich nichts gegen Autisten, aber ich meine, ich halte es einfach für eine Diagnose, wie er drauf ist, der Typ. Also das soll ihn jetzt nicht abwerten oder andere Leute, die das haben. So bin ich gerne drauf. Es ist halt ein spezieller Menschenschlag. Ne? Es ist halt ein spezieller Menschenschlag und das hat man dem einfach angemerkt. Ja, so ist es, so ist es. Super, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.